klar, unpolitische Kunst ist halt auch meistens eher langweilig, aber man muss sich auch nicht zu jedem Thema äußern, einfach. Also ich finde, bei manchen KünstlerInnen wäre es gut, wenn ich mal die Fresse halten würde. Hallo und herzlich willkommen hier im Green Room im Kölner Stadtgarten. Das ist die mittlerweile 13. Auflage von unserem Power-Format Talking Kaputt. Ich präsentiere euch den hardest working und widest traveling Pop-Journo der deutschsprachigen Szene und weit darüber hinaus, Thomas Fenker. Live und in Farbe kennenzulernen, einen großen Applaus für Julia Pustet alias Made Boys Cry. Herzlich willkommen Benta und Georg von Pogendroblem. Und da habe ich dann manchmal den Eindruck, dass ganz viele Leute, die dann so zum Boykott aufrufen, vielleicht auch gar nicht wissen, was es bedeutet, also was es für eine Linke bedeutet, diese Orte zu haben. Also wozu die wichtig sind und was die für eine Bedeutung haben. Und nicht nur für so Szene, sondern auch für Politik. Wenn wir fragen, ob Musik politisch sein kann, dann fragen wir auch, wie kann Musik so politisch sein, dass sie diese politische Aussage auch irgendwo hinträgt, wo es eine Wirkung hat. Also man macht es ja nicht nur, um es für sich zu machen, sondern das eben zu transportieren. Und für mich ist so, weil ihr euer Label Audiolith erwähnt habt, das erinnert mich schon von dem Potenzial auch daran, als damals Hoyerswerda passiert ist und in der damaligen Pop-Linken zum ersten Mal diese Diskurse umgingen, wie versuchen wir danach noch so eine Art von Popkultur in Deutschland zu betreiben, auch drüber zu schreiben. Aber ich musste auch erstmal lernen, mich davon abzugrenzen, so. Denn halt wirklich auf YouTube so seitenlange Kommentare stehen, die richtig krass misogyn und queerfeindlich sind, so, dann muss man auch erstmal gucken, wie man damit umgeht, so, ne? Die Spreu trennt sich bei Artists da immer vom Weizen, wenn es dann wirklich darum geht, mal so die Konzerte zu spielen, mal Touren irgendwie so in Orte zu organisieren, wo man nicht hinfährt oder das auch in Momenten zu machen, die, wo jetzt nicht der große Fokus da drauf ist oder halt einfach auch zum Beispiel Geld zu spenden und das nicht die ganze Zeit öffentlich zu machen. Entlass mal, 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 entlass mal